goodbye, 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 Sally, goodbye. Was hast du eigentlich schon wieder für Schuhe an, Sissy? Auch habe ich wieder die falschen angelassen. Also, bitte. Sissy, komm doch wieder, komm wieder hier raus. Sissy, fahr mal wieder mit mir hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Ich denke, ich hab heute nicht mehr. Sissy, komm doch wieder mit mir auf Tournee. Lass uns noch mal fahren, es tut auch nicht weh. Aber ich muss dir das erklären, Sally. Ja. Es ist schwierig, aber wie soll ich das erklären? Du mich fragst, Sissy, warum musst du gehen? Sissy, warum musst du gehen? Dann sag ich dir, ich kann nicht länger stehen. Das haben wir eben gesehen. Wenn ich länger stehe, fall ich einfach um. Lieg dann da und das ist ziemlich dumm. Sie ist geil. Ich meine, sie sieht immer noch so jung aus wie vor 10, 15 Jahren. Aber trotzdem, das hat auch einen ganz bestimmten Grund bei ihr. Ja. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar, sie braucht jetzt einfach mehrere Stunden am Tag Zeit, um sich zu schminken, damit sie noch so jung aussieht. Ich habe gesagt, Sally ist wunderbar, aber denk dran, irgendwann hat der Tag nicht mehr genug Stunden. Dann probier es mit Latexmaske zu überziehen, das geht auch schnell. Ah, oh, ist das schön, so die letzte, heute ist ja wirklich die allerletzte. Die allerletzte, die allerletzte. Endlich, ich darf machen, was ich will. Ja, machen, was ich will. Die alte sehen die wieder. Hör, ich mach mal ein paar Witze auf deine Kosten, ja? Ja, komm, ich mach mal. Den finde ich ganz toll. Sally ist wie die Titanic. Wenn sie singt, sterben Menschen. Oder der ist auch schon klar. Sally ist wie eine Handgranate. Wenn man sie hört, ist zu spät. Das macht Spaß! Du bist echt. Hast du doch! Hab ich? Hast du doch! Ach, stimmt ja. Nee, wir hatten uns mal überlegt, wie das denn wäre, wenn wir beide einen ganzen Abend harmonisch auf der Bühne miteinander auskommen würden. So nach dem bitte Sally, das ist jetzt dein Auftritt. Ja, bezaubernd siehst du aus, ganz reizend. Guck dir das an. Das also selbst wenn ich versuchen würde, darauf jetzt nett und charmant zu antworten, ich meine, dass sie schon wieder gleich als erstes das an. Das ist die Rache der schwulen Schneider am Körper der Frau. Und sie gibt gerade Augenkrebs im Publikum. Und ihr lacht. Muss man denn immer und überall sehen, dass du eigentlich aus einer Schlachterfamilie kommst? Bevor sie angefangen hat zu singen, war sie der Schlechter von Gröpeling. Sissy pendelt ja in letzter Zeit viel zwischen Berlin und Bremen, weil sie hat in Berlin einen Herr, der ihr da eine schöne Wohnung finanziert. Das ist auch ein älteres Kaliber. Und der Wuverein ist nicht so alt. Das ist nicht Wuverein. Ich hab ihn gesehen, das ist der, den du immer im Rollstuhl schiebst. Der nicht wegrennen kann. Und sie hat sogar den Elektromotor aus dem Rollstuhl ausgebaut, damit er nicht mehr wegrollen kann. Weil hier in Bremen klappt das nicht mehr. Vor unserer letzten Vorstellung wurde sie von einem jungen Mann auf der Straße verfolgt. Der lief ihr 20 Minuten hinterher. Dreht sie plötzlich um und sagt, junger Mann, was wollen Sie denn von mir? Sagt er, ja, jetzt, wo ich Sie von vorne sehe, frage ich mich das auch. Thank you.
Yeah.